Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen jetzt doch langsam unseren Namen irgendwo mal ändern. Ne? Von IB&T Ingenieurbüro Basedow und Horner GmbH vielleicht doch auf IB&T GmbH, weil das vielen nicht so richtig von der Zunge läuft. Ja? Aber das geht mir genauso, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich bin übrigens genauso Architekt, nicht Bauingenieur. Ich habe in der Universität Kaiserslautern studiert, und zwar Architektur, und bin deshalb so ein bisschen reingerutscht in den Bereich Infrastruktur, Straßenplanung und Tiefbau. Aber das ist, glaube ich, nicht schlimm, weil ich eine gute Expertise auch aus dem BIM-Umfeld im Hochbau mitbringe. Jetzt fällt es mir natürlich ein bisschen schwer, als Vertreter von dem Herrn Bausch hier in die Fußstapfen zu treten. Deshalb treten wir auch zu zweit auf, weil wir das eigentlich gar nicht machen können. Trotzdem wollten wir den Vortrag nicht ausfallen lassen. Wir wollen den so gliedern, dass ich zunächst einmal anhand von dem Material, was ich mir habe zuschicken lassen kurzfristig, versuche die Arbeitsweise der Straßenplanung im öffentlichen Bereich jetzt speziell beim Regierungspräsidium Freiburg darzustellen. Habe dann noch ein, zwei Beispielprojekte mitgebracht. Dann machen wir einen kleinen Exkurs in die virtuelle Realität. Das wird dann der Kollege Marius Reuters machen und zum Schluss ein kleines Fazit. Und weil Sie den Herrn Bausch hier nicht sehen, habe ich zumindest von ihm ein Bild mitgebracht. Der würde jetzt eigentlich hier an der Stelle stehen, leidenschaftlicher Skifahrer. Deshalb ist es ganz besonders bedauerlich, dass er mit dem Rücken so extreme Probleme hat und hier nicht sein kann. Ich vertrete also jetzt als IB&T das Regierungspräsidium Freiburg. Hier ganz kurz, was ist das Regierungspräsidium? Sie haben ein Motto, unser Ziel, sicher und mobil. Baden-Württemberg teilt sich in vier Regierungspräsidien auf, eines davon in Freiburg mit verschiedenen Außenstellen, auch noch unter anderem in Donaueschingen, wo auch der Herr Bausch ansässig ist. Grundlagen der Arbeitsweisen der Straßenplanung und BIM-Projekten. Ich habe mir hier ganz konkret ein Projekt rausgegriffen oder habe versucht, aus den Projektdaten jetzt anhand der Informationen, die da drin sind, so die Arbeitsweise rauszufiltern und hier einen Prozess abzuleiten. Das soll die B31 Lückenschluss Unadingen Döggingen und daran anschließend ein BIM-Pilotprojekt, das ist dann in dem Fall auch eine Brücke, die Gauchachtalbrücke oder die zweite Gauchachtalbrücke in Baden-Württemberg unten als eines der BIM-Referenzprojekte kurz vorstellen. Wir haben hier die Projektübersicht, das sind 2,5 Kilometer Strecke und zwar geht es hier um einen dreistreifigen oder vierstreifigen Umbau-Ausbau. Im Vorfeld dieser Gauchachtalbrücke ein Ersatzneubau, der hier noch geplant wird, eine Trassierung einer Umleitungsstrecke und dann die eigentliche Gauchachtalbrücke. Da existiert im Moment schon eine Bestandsbrücke seit den 90er Jahren und da wird jetzt die zweite Brücke nebendran gestellt. Was ist die Grundlage von einem BIM-Projekt, und das ist auch in diesen Projekten von Baden-Württemberg, vom Regierungspräsidium der Fall, das ist eine gute Auftraggeberinformationsanforderung und eine darauf aufbauende, umfangreiche, detaillierte BAP, also einen BIM-Ablaufplan oder Projektablaufplan, in dem Fall, der zusammen mit dem BIM-Koordinator und den BIM-Verantwortlichen auch entwickelt wurde. Der BAP ist noch nicht final verabschiedet, ja, der ist noch in der Bearbeitung. Deshalb musste ich auch kurzfristig das Organigramm nochmal rausnehmen, weil sich dort verschiedene Personen geändert haben. Das wird also gerade im Moment aktuell bearbeitet. Grundlage der Bearbeitung in Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium sind die einschlägig bekannten Normungen, die aktuell schon verfügbar sind, die PAS 1192-2 aus dem Jahr 2013. Da müssen wir uns ein bisschen den Engländern bedienen, ja, die sind da ein paar Schritte weiter gewesen, aber auch die DIN ISO 19650, die hier Grundlage für den BIM-Prozess in diesem Pilotprojekt ist. Und das ist auch nachher die Bibel oder der Leitfaden oder die Vorgabe für die Zusammenarbeit in diesem einschlägigen Projekt. Was waren die Ziele, die Projektziele? Die kennen Sie auch hinreichend, vielleicht hier ein bisschen konkreter noch. Es geht um die Verbesserung der projektbezogenen Organisation und Kommunikation.
Da wird ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, höhere Termin- und Kostensicherheit, dann vor allem eine verbesserte Planungsqualität und Effizienzsteigerung, die tatsächlich dort, und das ist so die Aussage, die wir bekommen haben von den Kollegen, da wirklich essentiell ist in dem Zusammenhang, eine höhere Qualität der Projektinformationen, ein gutes Risikomanagement und die verbesserte Lebenszyklusbetrachtung, die wurde jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen, weil die eine Brücke schon steht und man dadurch ja quasi eine Vorgabe schon hatte, wie die neue Brücke aussehen musste. Und daraus aufbauend wurden dann im BIM-Ablaufplan entsprechend auch noch detailliertere und auch vor allem Priorisierungen dieser Ziele vorgenommen. Und da hat man sich eben konzentriert auf das Thema Datenklassifizierung, auf die Konstruktion und Planung, also bessere Zusammenarbeit und Kommunikation, das Modell als Kommunikationsmedium verwendet und ebenfalls hier oben eine optimierte Planungskoordination mit regelmäßigen Projektsitzungen vor Ort. Die Rollen und Verantwortlichkeiten sind so verteilt, dass das Ministerium für Verkehr als Auftraggeber hier fungiert und der BIM-Informationsmanager des Auftraggebers hier stellvertretend für das Projekt steht und dann ein starker Partner im Bereich der BIM-Projektabwicklung und des BIM-Managements gesucht wurde. Mit der Firma Boll & Partner aus Stuttgart hat man hier ein Ingenieurbüro gefunden, die hier auch schon hinreichende Erfahrung haben und hier eigentlich einen optimalen Prozess zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer durchführen konnte. In diesem BIM-Ablaufplan wurde dann auch ganz detailliert der Ablauf, die modellbasierte Arbeitsweise detailliert. Es wurden dort festgelegt, wie denn die einzelnen Fachmodelle auszusehen haben, welche Datenkonventionen vorausgesetzt werden. Wir haben von Level of Detail gesprochen, das heißt auch hier ist wirklich im Detail differenziert, welchen Detaillierungsgrad die einzelnen Informationen und Bauteile auch haben müssen, Level of Detail, Level of Information. Auch das Koordinatensystem ist in diesem BIM-Ablaufplan festgelegt und durchaus auch die in dem Zusammenhang genutzte Softwarelösungen, wobei man hier einen Open-BIM-Ansatz verfolgt, das heißt also verschiedene Lösungen auch über entsprechende Schnittstellen miteinander verbindet. Und hier mal rausgegriffen, ein Prozess, nämlich der Prozess der Straßenplanung mit den in dem Zusammenhang genutzten Lösungen über die Bestandserfassung, Vermessung, den Natur- und Artenschutz, über die eigentliche Trassierung und Verkehrswegeplanung, eine Vorplanung der Objektplanung des Bauwerkes und dann die eigentliche Brückenplanung bis hin zum BIM-Management und auch die Datenkoordination und Kommunikation in einem Common Data Environment, also in einem Projektraum, der für das komplette Modellmanagement dienen soll. Jetzt habe ich hier die Daten bekommen, jetzt konnte ich ein bisschen nachschauen, was wurden denn in den Projekten oder in dem Projekt jetzt auch letztendlich gemacht. Da haben wir gefunden, Rasterdaten als Grundlagen für den Lageplan. Beim Regierungspräsidium Freiburg wird in der Planung komplett alles auch immer mit entsprechenden Rasterdaten unterlegt. Das heißt, das ist zunächst einmal die erste Planungsgrundlage, die auch da ist, die dann als Planungsbasis dient, ein digitales Geländemodell davon abgeleitet wird. Punktwolken, ich glaube, der Herr Bausch hat in den letzten Jahren kein Projekt mehr begleitet, was nicht hinreichend mit Punktwolkeninformationen versehrt war. Arbeitet er jetzt schon seit Jahren in seinen Projekten damit, deshalb durch Befliegung, durch Befahrung oder auch tachymetrische zusätzliche Aufnahmen das Modell angereichert, bis hin zu Bohrungen und Sondierungen, die entsprechend in die Planung mit eingegangen sind.
Dann haben sie das gleiche Problem natürlich gehabt, dann habe ich diesen Plan hier gefunden, wie kommen denn die Versorgungsleitungen als Bestandsdaten in das Modell rein, das sieht dann halt tatsächlich so aus, ne? Solche handgezeichneten Dinge, die da irgendwo noch auftauchen, das hilft uns im BIM-Prozess natürlich nicht viel, deshalb muss das logischerweise nachgebildet werden, da wurden dann entsprechende einfache 3D-Bestandselemente als Kanalisation zum Beispiel für Entsorgungsleitungen auch modelliert, also Bestandsdaten, 3D-Bestandsdaten aus den 2D-Bestandsobjekten. Das 3D-Modell aus Punktwolken, wenn Sie jetzt hier so ein Ergebnis, eine sehr umfangreiche Punktwolke nach der Befliegung und nach der Befahrung hier im System abgebildet, die komplette Brücke wurde hier abgescannt, dann ist er hergegangen und hat für eine einfache erste Modellierung hat er in diesen Punktwolkenkörper abgeleitete Profile eingelegt und diese abgeleiteten Profile, auch was das Gelände angeht, aus diesen Profilen dann entsprechende Körper gebildet, die auch attributiert sind und somit dann auch für den BIM-Prozess genutzt werden können. Gleiches gilt für die Objektplanung der eigentlichen Trassierung, die nach der klassischen Methode, auch hier hatte der Kollege das schon angedeutet, also über die Raumkurve, über die Gradiente und über die Achse geplant wurde, Trassierung, Straße und Brücke, aber schon seit Jahren hier in der Straßenbauverwaltung in Baden-Württemberg, speziell in Freiburg, der BIM-Trassenkörper anhand dieser Objekte, anhand der Querprofile nachgebildet wird und somit nicht nur mit Flächen, sondern hier auch schon mit entsprechenden Bauteilinformationen, dem extrudierten BIM-Trassenkörper gearbeitet wird. Die Generierung erfolgt in des Schichtaufbaus über die REB-Regel. Was sie auch noch machen, das finde ich auch besonders spannend, auch schon in frühen Phasen entsprechende Sichtweitenüberprüfungen, Haltesichtweiten, Überholsichtweitenüberprüfung nach den einschlägigen Regelungen. Dazu ist dann natürlich die dreidimensionale Planungsgrundlage optimal geeignet, um hier Überprüfungen durchführen zu können. Dann haben wir auch von Brückenplanung gesprochen. Hier in dem Arbeitsablauf Regierungspräsidium und BIM-Koordinator und Brückenplaner, Boll und Partner, geht man auch schon so vor, dass im Rahmen der Trassierung, im Rahmen der Trassenfindung, ein dynamisch generierter Brückenkörper, ein BIM-gerechter Brückenkörper modelliert wird. Diese Methode hat den Riesenvorteil, dass auch ohne dass jetzt eine komplexe Planung der Ingenieurbaumannschaft die Varianten im Rahmen der Trassierung überprüft werden können. Da wird von dem Regierungspräsidium ein Brückengenerator genutzt, in dem hier dann abgeleitete Pläne, Querschnitte, Genehmigungsunterlagen und vor allem auch eine Vorlage für den nachher konstruktiven Ingenieur daraus abgeleitet werden. Der liefert dann natürlich die konkret durchgeplante Brücke zurück. Hier jetzt die Gauchachtalbrücke in dem D-Side-Viewer, dem CAD1-D-Side-Viewer angezeigt. Das ist dann das konkrete Bauwerk, das konkret durchgerechnete Brückenbauwerk, was hier zurückgeliefert wurde. Und dann wurde diese Brücke konkret in den Trassenkörper, Sie haben vorhin vielleicht gesehen, der Trassenkörper, der hier angezeigt war, hatte nur die Fahrbahn. Jetzt ist die Brücke, die von Boll und Partner gekommen ist, hier in diesem Vorentwurf wieder eingebettet für eine Überprüfung dann der entsprechenden Regelwerke, Integration der Brückenplanung, auch in dem kompletten Streckenentwurf. Schließlich endlich mündet das Ganze in der BIM-Koordination. Hier werden die Fachmodelle zusammengeführt, die Sie auch anfangs an dem
Prozess, Gesamtprozess gesehen haben. Zusammenführung der Modelle, Prüfung der Körper und Attribute. Auch hier wird, wie bei dem Vorredner, in einem hohen Maße die Lösung DSITE-MD eingesetzt. Das heißt, der Trassenkörper aus dem CART 1, das Brückenmodell aus dem Revit in dem Fall, wird zusammengeführt, werden Kollisionskontrollen hier durchgeführt, automatisiert ablaufende Kollisionskontrollen werden durchgeführt, Plausibilitätskontrollen durchgeführt, entsprechende Kommentierungen, wenn Unzulänglichkeiten da sind, werden über das BCF-Format, das BIM Collaboration-Format, dann auch digital wieder zurückgespiegelt und bei den zuliefernden Fachplanern entsprechend angepasst, korrigiert und für die nächste Koordinationssitzung auch wieder zusammengeführt. Und schließlich und endlich auch hier die, wir haben es gesagt, Königsdisziplin, ja, 4D, 5D Analyse, indem in den Projekten auch jetzt schon durchaus in den ersten Steps die eine automatisierte Übernahme der Mengen auch für eine erste AKVS-Kostenermittlung in der Entwurfsphase abgeleitet wird und daraus dann auch über die dort bereitgestellten Mengen die LV-Erstellung vorbereitet wird und auch hier, das habe ich auch gefunden, in dem Projekt eine Ablaufsimulation. Also auch hier beschäftigt man sich schon doch recht früh. Das Projekt ist ja noch nicht richtig begonnen. Ja, da erfolgt jetzt gerade die Entwurfsplanung, Bestandsaufnahme an vielen Stellen. Baubeginn soll 2018 sein, fertiggestellt werden soll das dann 2021, die komplette Streckenführung. Noch ein paar weitere Beispiele, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Und da habe ich dann gesehen, dass das jetzt nicht nur, diese Arbeitsweisen nicht nur in einem klassischen, wirklich definierten BIM-Pilotprojekt durchgeführt wird, sondern durchaus auch an einfacheren, kleineren Beispielen diese Methoden oder Teile davon genutzt werden und zwar auch effizient genutzt werden, zum Beispiel B27 Neubau der Ortsumfahrung Bela. Das ist eine 1,9 Kilometer lange Ortsumfahrung, die Sie hier sehen, mit einem kreuzungsfreien Anschluss, mit Lärmschutzwänden, 78.000 Kubikmeter Boden, 3 Brückenbauwerke sind auch mit eingebunden. Hier die klassische Planung. Ich hatte schon angedeutet, Grundlage sind immer Rasterpläne bei dem Regierungspräsidium. Und die methodischen Arbeitsweisen sind immer in den Projekten zunächst ein Laserscanning und Punktwolken, dann immer eine 3D-Bestandsmodellierung, zumindest das, was notwendig ist. Der BIM-Trassenkörper, in dem Fall jetzt ein reiner Oberflächenkörper, wird abgeleitet. Dynamische Brückenbauwerke, so wie ich das Ihnen vorher kurz schematisch gezeigt habe, die schon früh in dem Entwurf genutzt werden. Automatisierte Mengenermittlungen, hier noch keine Gewerkekoordination, da ist also noch keine klassische BIM-Koordination eingesetzt. Trotzdem wird in hohem Maße schon nach den Methoden gearbeitet. Und noch ein letztes Projekt, der zweibahnige Ausbau zwischen Hüfingen und Donaueschingen mit entsprechend längeren Lärmschutzwänden. Da sind sogar 9 Brückenbauwerke drin, mittlere und kleinere Brücken, die hier durchmodelliert werden, insgesamt 4 Kilometer Länge. Und auch hier sieht man das Ganze dreidimensional aufgebaut. Hier habe ich mal eine Mengenermittlung rausgezogen, die aus dem System automatisch rauskommt. Und auch hier ganz intensiv mit Laserscanning, die als Bestandsdaten unterlegt, die 3D-Bestandsmodellierung, der 3D-Trassenkörper, die Oberfläche, dynamische Brückenbauwerke und die Mengenermittlung. Und das ist jetzt nur ein Auszug von den Projekten, die wir jetzt aus Freiburg bekommen haben. Das heißt, da werden diese Methoden in Bestandsprojekten schon seit einigen Jahren, fairerweise muss ich dazu sagen, jetzt, das ist ein Exkurs zu einem gezielt zum Regierungspräsidium in Freiburg unten, das ist nicht flächendeckend so, aber da ist es tatsächlich in einem hohen Maße so auch durchgeführt und wird sehr professionell in dem
vorgestellten BIM-Projekt auch nach Talbrügge, auch in Zusammenarbeit mit der Firma Woll und Partner, ein bundesweites bekanntes BIM-Referenzprojekt durchgeführt. Und wo auch das Regierungspräsidium jetzt sich hinbewegt, das wird Ihnen der Marius Reuters kurz noch vorstellen, wo geht die Reise hin im Bereich der Trassierung und der Streckenplanung. Das ist die virtuelle und auch eingebettete Augmented Reality. Genau, von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und schon fast auf Wiedersehen. Das ist jetzt der letzte Beitrag des diesjährigen BIM-Kongress. Und daher dürfen wir ein bisschen mal in die Zukunft gucken. Das heißt, was erwartet uns alles noch? Und dank BIM können wir auch solche Technologien wie virtuelle Realität, VR oder Augmented Reality, die überlagerte oder eingebettete Realität, ganz einfach nutzen. Denn die Daten sind ja da, die 3D-Modellierung ist da, die Punktwolken sind da. Und mehr brauchen wir nicht, um eben unsere Technologie, die VR und die AR, eben anzuwenden. Worauf ich kurz eingehen möchte, eben, was ist das überhaupt? Eine kurze Vorstellung. Und dann auch, wie werden die Sachen angewendet. Virtuelle und überlagerte Realität. Virtuelle Realität heißt, dass Sie wirklich aktiv in das Objekt, in das Projekt eintauchen. Sie werden Teil des Projektes, Sie werden auch von der kompletten Umgebung wirklich abgeschottet und Sie sehen nichts anderes als die Elemente, die Sie auch vorher modelliert haben oder durch Punktwolken aufgenommen haben. Hardware dafür, vom einfachen Smartphone, das kann man hier in so eine super günstige Google Cardboard Brille einfügen. Können Sie gleich gerne mal nach vorne kommen nach dem Vortrag, kann ich Ihnen ein Beispiel zeigen von einer kleinen Brücke. Lässt sich dann auch über Bluetooth-Controller sehr günstig steuern. Oder eben bis hin zur wirklich hochwertigen VR-Brille, wie zum Beispiel die Oculus Rift oder die HTC Vive. Auch wenn Sie da Zeit haben, eine halbe Stunde sind wir noch am Stand, auch da haben wir unsere VR-Technologie mitgebracht. Ich glaube, ein paar Leute waren bestimmt schon da. Ich habe in den letzten zwei Tagen nur strahlende Gesichter gesehen, was da alles möglich ist. All das ist wirklich nicht übertrieben. Die Alternative ist Augmented Reality, also eine überlagerte Realität. Das heißt, Sie sehen die Realität nach wie vor plus zusätzliche Objekte, die Sie vorher definiert haben. Beispiel dafür ist eine Microsoft HoloLens, die eben, wie Sie hier schon sehen, einen transparenten Schirm hat, sodass Sie sowohl die Objekte sehen als auch die Realität. Beispiel für die Augmented Reality, Sie kennen es alle vom Fußball, die Abseitslinie ist nichts anderes. Die Abseitslinie ist eine überlagerte, eine eingebettete Realität. Die existiert ja nicht wirklich auf dem Platz. Genauso sieht man auf der linken Seite eine Smartphone-Lösung. Das heißt, das ist mein Büro, die Wand in meinem Büro und ich habe einfach mal ein Architekturmodell dorthin geladen, kann das Modell bewegen, kann mir die Räume angucken, kann drin eintauchen. Und auch andere Sachen, Snapchat-Filter, Instagram, Facebook, alle nutzen sie, die überlagerte Realität, um zum Beispiel von sich Selfies zu machen mit einem lustigen Schnurrbart oder einem Hut auf. Das Thema virtuellen Realität werde ich gleich noch ein Video zeigen am Ende. Ganz prinzipiell kann man sagen, dass eben zwei Bilder dafür benötigt werden, einmal für das rechte und einmal für das linke Auge und durch die Brechung der Bilder durch die entsprechenden Linsen in den VR-Brillen wird dann dieser räumliche Effekt erzielt. Wie kann man zum Beispiel Augmented Reality im Infrastrukturbau einsetzen? Was theoretisch denkbar ist, allerdings wirklich noch nicht praxisnah, ist, dass wir mittels GPS, jedes Handy von Ihnen, also jedes Smartphone besitzt GPS, wirklich ortsgenau Modelle laden können und wenn wir auf einer grünen Wiese stehen, können wir uns eine Neuplanung, wie es in Zukunft aussehen soll, anzeigen lassen. Das Problem ist dabei die Höhenlage, dass die noch nicht frei, also noch nicht übergeben werden kann. Das heißt, wir können es nicht ganz genau machen. Ein weiteres Problem an der Variante ist natürlich auch, dass Einschnitte in der Landschaft schwierig darzustellen sind, denn die Realität, die draußen tatsächlich ist, die grüne Wiese, verschwindet nicht, nur weil Sie irgendwo einen Einschnitt sehen. Das heißt, das ist schwierig an der Darstellung, die ja bestimmt noch gelöst wird. Wo es natürlich sinnvoll ist, diese Anwendung, ist zum Beispiel bei einer Maschinensteuerung, wenn man irgendwo im Werk ist und Mitarbeiter neu geschult werden müssen. Durch diese überlagerte Realität kann ich einfach mir die Maschine in der echten Realität angucken und gleichzeitig ein virtuelles Handbuch anzeigen lassen. Das heißt, welchen Knopf muss ich wann drücken und was passiert. Das heißt, hier kann die Augmented Reality, die überlagerte Realität, wirklich auch von großem Vorteil sein. Für Infrastrukturprojekte, die wirklich auch in die Länge gezogen sind, bringt es ihnen reichlich wenig, denn sie wollen die 2,5 Kilometer mit dem Fahrrad abfahren und sehen, was am rechts und links ist. Ich glaube, da sind wir in der virtuellen Realität doch deutlich schneller unterwegs. Was ist der heutige Anwendungsfall? Wir haben jetzt die Technologie direkt an SCAD 1 angebunden. Das heißt, Sie können jedes beliebige Projekt einfach sofort in der
in der VR-Brille angucken. Sie haben quasi ein Lageplanfenster, Sie haben ein Querschnittsfenster und Sie haben ein Fenster mit einer 3D-Projektansicht und jetzt kommt dazu ein VR-Fenster, was Sie eben in der Brille sehen. Dort kann man vor allem Kollisionen viel, viel einfacher erkennen, wenn Sie eine Kanalbefahrung machen. Sie müssen nicht erst mit 12 Klicks einmal das Modell umdrehen um 180 Grad, Sie können sich einfach direkt umdrehen im Modell und sehen, was hinter dem Schacht ist. Sie können sich sogar bücken und in die Luft springen und auch das nimmt die Brille wahr, um eben mal über die Hecke des Nachbarn rüber zu gucken. Man kann sich frei bewegen, Kollisionen frei erkennen und genauso auch die Öffentlichkeit viel einfacher einbinden. Wenn man 2D-Pläne ausdruckt und damit zum Bürgermeister geht, ich komme aus einer kleinen Gemeinde, den brauche ich nicht erklären, wofür die dritte Linie von links steht. Da zeige ich denen lieber ein 3D-Bild, noch besser ein VR-Bild und die Beteiligten wissen, worüber gesprochen wird. Wenn ich an Bewährungspläne denke, wo die ganzen Bewährungseisen eingezeichnet sind, sowas lässt sich viel, viel einfacher eben in der virtuellen Realität wirklich angucken. Auch in so einem kleinen Gerät, wenn man wirklich in die Baubesprechung reingeht, das Modell einfach vorbereitet hat, ist genügend einfacher Internetbrowser, man kann das Modell hochladen, sich wie beim YouTube-Player einfach angucken und entsprechend so seinen Projektpartnern zeigen, worüber man gerade reden möchte. Zukunft natürlich auch durch das Modell gehen. Sie haben gerade das schöne Beispiel genannt von der Bahnpunktwolke. Das heißt, man geht in der VR-Brille durchs Projekt, macht Screenshots, man setzt irgendwo Notizen dran, man kann vielleicht auch schon Punkte bearbeiten, Linien reinzeichnen, wir können Punktobjekte bewegen, wenn irgendwie ein Oberleitungsmast mal 10 Meter verschoben werden muss, packen wir uns den an, legen den 10 Meter weiter wieder hin oder wir machen sogar eine virtuelle Baubesprechung. Das heißt, wenn ich mein Büro in Dortmund habe und die Baustelle in Berlin, brauche ich die 4 Stunden nicht fahren. Das sind 8 Stunden, die ich unterwegs bin, nur im Auto sitze, mal ein Ingenieurgehalt von ungefähr 100 Euro, sind wir bei 800 bis 1000 Euro. Dafür können Sie Technologie direkt einkaufen, für einmal fahren. Und dann trifft man sich einfach wirklich in einem virtuellen Projektraum, um eben, vielleicht jeder mit einem Avatar, bei Sims, Second Life, kennt man alles, sich wirklich dann im Projekt zu unterhalten. Also im Hochbau ist es schon durchaus bekannt, virtuelle Bemusterung, lege ich mir Fliesen oder Parkett ins Wohnzimmer. Und auch für die Infrastrukturplanung ist das durchaus ein sehr denkbares Szenario. Hier sehen wir jetzt mal ein Beispiel von einer VR-Befahrung. Das heißt, Sie können es wirklich nicht richtig wahrnehmen, wenn Sie keine Brille aufhaben, also keine VR-Brille aufhaben. Hier sehen wir aber ein Projekt mit rund 4 Milliarden Punkten. Das ist die Gauchertalbrücke. Da wurde eine Überfliegung gemacht, da wurde eine Befahrung gemacht der Fahrbahn und mehrere, ich glaube 40 an der Zahl, terrestrische Laserscans, Drohnenbefliegung. Hier sieht man mal wirklich ganz genau, wie exakt die Punktwolke ist. Wir haben sie etwas ausgedünnt zur Darstellung, sind ungefähr jetzt 60 Millionen Punkte aktiv. Irgendwann steigt dann die Grafikkarte aus, der VR-Brille. Wir in CAD 1 können, wenn die Hardware da ist, auch locker ohne Probleme eine 500 Millionen Punkte anzeigen und uns trotzdem frei bewegen. Genau, Sie haben jetzt hier auf der linken Seite noch die neue Brücke gesehen, modelliert eben am Boll und Partner vom Ingenieur mit jeder Treppe, mit jeder Leiter, mit jedem Steigbügel. Jetzt werden wir gleich mal einmal um den Pfeiler drumherum fliegen, mal oben auf die Fahrbahn drauf. Und wenn man dann auf der Fahrbahn fährt, kann man da doch die ganze Fahrsimulation, die haben es gerade gehört, Überholsichtweiten überprüfen, Haltesichtweiten, kann man natürlich so viel einfacher in der virtuellen Realität nochmal darstellen. Wir haben auch einen Partner gehabt, oder wir haben immer noch einen Kunden, der die Brücke in Leverkusen, die neue A1-Brücke plant. Er hat gesagt, er ist in der Visualisierung, ist ihm aufgefallen, dass in der Visualisierung der Lichträume, dass Brücken, die sich kreuzen, nicht genügend Abstand haben. Auch sowas, das war kein BIM-Projekt und trotzdem durch eine 3D-Visualisierung fallen solche Probleme auf. Wir sind gerade mal durch den Baukörper durchgefahren, da sieht man nochmal, wie genau das Ganze modelliert ist und dann eben über CPI-XML importiert, in Zukunft wird IFC für solchen Austausch von Referenzmodellen sicher Anwendung finden. Genau, ich glaube, das war es zum Thema virtuelle Realität. Bevor wir gleich gegen die Wand fahren, darf es dann übernehmen. Genau, ich bringe noch ein Fazit zum Schluss auf den Punkt. Wir haben festgestellt, aufgrund der Analyse von den Projektdaten von unserem Kunden BIM ist auch in der Straßenplanung, also auch im Streckenentwurf angekommen. Deshalb war mir es auch besonders wichtig, hier das nicht ausfallen zu lassen, sondern zu referieren. BIM ist auch bei planenden öffentlichen Auftraggeber angekommen, ja, damit darf man mal ein bisschen
die Lanze gebrochen wird, ne, dass es nicht so ist, die öffentlichen Auftraggeber sind noch nicht so weit. Das gibt durchaus hier Piloten und Bereiche, wo man sagen kann, da wird das sehr professionell betrieben. Erste BIM-Methoden sind dort bereits lange oder schon länger in der Praxis im Einsatz. Open BIM ist möglich und sinnvoll einsetzbar und deshalb auch ein Plädoyer hier nochmal an die anwesenden Auftraggeber und Auftragnehmer. Gehen Sie aufeinander zu und machen Sie Ihr erstes BIM-Projekt, denn letztendlich Erfahrung haben die wenigsten in dem Fall und das Doing ist gefragt in diesem Zusammenhang. Schönen Nachhauseweg, vielen Dank und eine erfolgreiche letzte Messestunde.